Wir machen heute hier Grillen für den Tarifvertrag, der Aktionstag vom Standort Husum. Es wurden auch schon an allen anderen Standorten Aktionstage gemacht, um unsere Tarifbewegung überall bekannt zu machen. Die Verhandlungskommission wurde jetzt gewählt und auch der Arbeitgeber wurde aufgefordert, mit uns die Verhandlungen zu beginnen. Und ich bin sehr gespannt, wie er darauf reagieren wird, denn ich warte schon sehr lange darauf, dass wir endlich einen gerechten Tarifvertrag hier bei Repower haben. Wir haben den Arbeitgeber aufgefordert, mit uns einen Tarifvertrag zu verhandeln und das ist der Grund zu feiern. Und meine Einschätzung dazu ist, dass wir gar keine großen Probleme bekommen werden, dass wir mit den Arbeitgebern uns darüber einig werden. Die werden auch oder haben jetzt auch ein Limit bekommen, ein Zeitlimit, bis wann sie zu antworten haben und die Verhandlungen aufzunehmen haben. Sollten sie dieses nicht annehmen, wird man sie durchaus unter Druck setzen können, durch diverse Aktionen, erstmal kleine Aktionen wahrscheinlich, wie Dienst nach Vorschrift oder sonst irgendwas. Und das wird sicherlich auch irgendwann, wenn es sein muss, zum Warnstreik gehen. Es wird Zeit, dass wir einen Tarifvertrag bekommen, dass wir endlich gerecht und durchschaubar entlohnt werden, dass wir nachvollziehen können, was für ein Gehalt wir kriegen und gleiches Gehalt für gleiche Arbeit. Dass es transparent ist auf jeden Fall für uns alle, warum jemand mehr kriegt, warum jemand weniger hat, warum jemand mehr Aufgaben macht und dadurch mehr kriegt. Es ist erstmal eigentlich alles sehr sauber geregelt. Es ist fair geregelt. Vor allem, wenn man neu anfängt, weiß man ganz genau, wo man steht und welche Perspektiven man hat. Das eine ist halt zwar die Bezahlung und halt eben die regelmäßige tarifliche Erhöhung, die wir dann zusammen halt eben aushandeln. Aber die andere Sache ist auch die Sicherheit der Gemeinschaft. Den skeptischen Kollegen kann ich nur sagen, bleibt skeptisch und wir erreichen alle nichts. Und ändert eure Meinung und dann erreichen wir vielleicht was. Aber alleine erreiche ich garantiert nichts. Man soll den Hund nicht schlagen, damit er das tut, was er soll. Aber man darf nicht vergessen, dass ein Tarifvertrag für uns einfach die bessere Möglichkeit ist für ein besseres Leben. Wir wollen alle einen Tarifvertrag und alle zusammenhalten und kämpfen für einen Tarifvertrag. Ich bin davon überzeugt, dass wir bei Repower definitiv und auch bei Powerblades einen Tarifvertrag hinbekommen. Denn die Belegschaft will diesen Tarifvertrag und der Zusammenhalt ist da. Das kriegen wir hin.